Hey ho und herzlich willkommen zurück hier zu Scherbenklang, lernt Minecraft kennen oder abgekürzt Slimk. Ja, ich war hier in den letzten beiden Folgen ja hier unterwegs nach Richtung Norden. Da sind wir gewandert, haben dort ein schwimmendes Dorf entdeckt. Ein Dschungelbiom mit jede Menge Bambus. Huhu, ja, zwei Stacks, vier Stacks sogar voll. Und andere Materialien haben wir da noch gefunden, unter anderem Kupfer. Das habe ich jetzt auch hier schon zwischendurch eingeschmolzen, wenn ich es gerade wieder finde. Ah ja, hier ist es. Ja, und ich wollte mir hier einen Kompass und alles basteln. Da hatte ich hier ein paar Tutorials auf YouTube gefunden, wie baut man das eigentlich. Bin hier rumgeirrt, denke mir so, hä, wo ist denn mein Redstone? Das kann doch nicht. Hier so die ganzen Kisten halt total wild durchsucht, da hier sogar in die Häuser rein, dachte mir so, das kann doch nicht sein, wo sind die denn jetzt? Hier vorne, da war ich in meiner kleinen Burg, ne, die noch zukünftig unsere Hauptbasis werden soll, auch wenn wir irgendwie immer hier noch wieder zu dieser alten Berghütte zurückkehren. Und dachte mir so, hä, was kann doch nicht sein, wo ist denn das Redstone hin? Und dann ist mir eingefallen, da ganz hinten, jetzt hier hinter der zukünftigen Taverne, könnt ihr gerade nicht sehen. Da haben wir diesen Türmchen ungefähr. Da ist ja links daneben dieses große Loch, da waren wir ja in der Höhle. Und da habe ich ja auch eine Truhe stehen mit einem Bett und so. Und ist mir eingefallen, ach verdammt, da ist das Redstone drin. Das gibt's doch nicht. Ja, dann habe ich auch ein paar Sachen schon hergestellt, unter anderem eine Uhr. Die werde ich jetzt aber hier nicht mitnehmen, die lasse ich noch hier. Die kann man leider gar nicht so an die Wand hängen, da braucht man wahrscheinlich hier so einen Bilderrahmen oder irgendwas für. Dass man die da aufhängen kann. Ja, und ich habe mich jetzt hier auch schon ein bisschen ausgestattet. Ich habe einen Kompass mit, zwei Karten. Hier die mit einem etwas kleineren Zoom. Hier die Karte mit etwas größeren Zoom, um hier die Gegend ein bisschen zu erkunden. Ja, und ich wundere, ich habe gerade einen weiblichen Charakter. Das liegt daran, dass mein Internet gerade zur Zeit der Aufnahme kaputt ist. Und ich habe die Rüstung repariert, deswegen habe ich das hier auch gerade erst überhaupt irgendwie wahrgenommen. Ich dachte so, hä, warum sieht mein Charakter so komisch aus? Was ist denn mit dem? So eigentlich diesen eigenen Skin. Habe das dann bemerkt, dass ich hier den weiblichen habe. Das liegt daran, dass ich habe gerade kein Internet, aber ich konnte glücklicherweise trotzdem Minecraft starten. Mal schauen, ob das dann die Tage wieder funktioniert. Ich hoffe, ich muss auch eigentlich langsam die neuen Folgen hochladen. Das ist ja auch immer so eine Glückssache. Und diese Spucklamas werde ich bald schlachten, wenn sie nicht bald mal aufhören. Die haben mich ja am Ende der letzten Folge schon so ein bisschen aufgeregt. Ja, und wir haben hier endlich einen Kompass. Und der zeigt, soweit ich weiß, immer in Richtung Startgebiet, wo wir herkamen. Das passt ja ganz gut. Das war ja direkt da hinten neben dem Dorf. Das heißt, das erkennen wir auf jeden Fall auch vom Weiten wieder. Und ich hatte ja angekündigt, okay, machen wir noch ein bisschen mehr Erkundung. Dafür bin ich jetzt auch ausgestattet, habe hier auch ein bisschen Erde mit. Falls wir uns über irgendwelche Schluchten oder so bauen müssen, Bett, was zu essen und hier auch nochmal ein Boot. Und ich würde dann mal sagen, wir machen uns dann hier auf und erkunden die Welt. Ich bin auch gerade aktuell am Überlegen, wo wir hingehen. Also im Norden waren wir ja schon relativ weit. Ist dann hier so ein Riesenbogen irgendwie durch die Gewässer und so. Wieder das hier zurück nach Hause. Also das war ein sehr, sehr weiter Weg auch. Ein bisschen rumgeirrt tatsächlich. Die Folge hatte dann auch eine deutliche Überlänge, wenn ich ehrlich bin. Das wollte ich eigentlich ein bisschen vermeiden, aber irgendwie bei Minecraft krieg ich es echt nicht hin. Ja, und ich habe hier jede Menge Setzlinge. Oh, da hat sich eine Biene an. Wir sind hier heimisch geworden. Das ist ja cool. Ich habe nämlich hier einen riesigen Wald ja quasi mit den ganzen Setzlingen angepflanzt. Ja, und die Schere haben wir auch wieder mit, falls wir ein paar Schafe finden. Und dann würde ich sagen, wir erkunden diesmal in Richtung Osten, also hier Richtung der aufgehenden Sonne. Und schauen mal, was wir da alles so entdecken und finden. Diesmal habe ich auch ein Boot, dann können wir ja auch hier mal über solche Sachen rüberschwimmen. Das können wir auch gleich mal testen hier. Wenn wir gerade eh schon hier sind. Ah, so geht das und dann kann ich dann auch hier kämpfen? Ah, kann ich. Ich kann also sogar im Boot sitzend auch schlagen und so. Jetzt haben wir hier, glaube ich, schon ganz viele Rosenblätter, weil die hier überall sind. Komme ich denn da durch? Wie kann ich jetzt hier wieder aussteigen? Ducken, scheinbar. Und wie kriege ich dich da jetzt raus? Ah, okay, so kann man es abbauen. Das habe ich nämlich schon mal bei irgendjemandem gesehen. Der hat das mit der Hand wieder abgebaut. Und da sind schon Schafe. Hallo. Gib mir eure Wolle. Eure Wolle, eure Wolle. Oh, es sind hier viele Schafe.
großartig. Ich brauche immer noch jede Menge Wolle für die ganzen Betten und Teppiche, für die Häuser und die Dorfbewohner. Oh ja, super. Danke euch. Es ist euch auch nicht mehr so warm, oder? Das ist doch bestimmt nett. Da ist noch eins, das hat schwarze, das lasse ich einmal. Nicht, weil ich schwarze Wolle nicht cool finden würde, sondern damit wir hier nicht so viele Stacks haben. An Materialien. So, den Kompass lassen wir mal da weg. Nehmen wir hier die Karten in der Hand. Warum haben wir denn da hinten noch so ein... Ach, muss ich die etwa die ganze Zeit in der Hand halten? Beim Erkunden? Das scheint ja gerade fast so, ne? Weil das kleine Stück, wo wir jetzt drüber sind mit dem Schiff, das ist jetzt gerade nicht auf der Karte. Oh, sind hier viele Hühner. Das ist ja auch mal krass. Oder ist das jetzt irgendwie eine Ausnahmefall oder so? Bin ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Oder das andere da hinten ist unser kleines Dorf, wo wir am Anfang gestartet sind. Die Karte hat das irgendwie übernommen. Wo geht's denn dahin? Aber was ich jetzt wieder vergessen habe, das ist mir eingefallen, sind die Banner. Ich glaube, da werde ich jetzt trotzdem einfach weiterlaufen. Wir haben ja eine Karte. Wissen wir ja grob, wo das ist. Und, ganz schön sumpfig hier, ne? Scheint Sumpfbiom zu sein tatsächlich. Ah, Zuckerrohr nehme ich jetzt mal nicht mit. Davon habe ich noch einiges zu Hause. Deswegen. Mal auf die Karte gucken, ob der das jetzt. Also der hat es jetzt wieder weiterhin aufgenommen. Bin ich mal gespannt. Ach, hier haben wir wieder so einen Birkenwald. Jede Menge Kühe. Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Was lief gerade da lang? Das sah so komisch aus. Ach, das war die Biene, scheinbar. Hallo. Ach, so ein riesiger Birkenwald hier. Ich finde dieses Biom auf der einen Seite irgendwie schön, auf der anderen Seite. Finde ich es ein bisschen langweilig. Oha, ich bin da gerade richtig runtergefallen. Wieso kann ich das nicht essen? Oh mein Gott. Oh. Scheibenkleister. Okay, hier ist eine Ecke. Oh, verdammt. Oh, ich habe mich gerade so erschrocken. Ich dachte jetzt auch, ich bin tot. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das hier überlebe. Hängen wir jetzt einfach mal eine Fackel rein. Das Kupfer. Oh Gott. Ja, deswegen habe ich auch die Erde unter anderem mit, ne? Ach, jetzt habe ich die Fackeln da hingelegt. Oh Gott, ich dachte echt, jetzt ich sterbe. Boah, ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Und flupp, bin ich da reingeflogen. Wie groß ist das hier? Kann ich hier? Ja, ich glaube, wir machen das jetzt hier einfach mal der Erde ein bisschen zu. Das sieht ja urig aus hier. Scheint ein bisschen Beleuchtungsfehler zu sein, wa? Und hier vorne machen wir auch nochmal eine Fackel. Und hier auch nochmal. So, dann haben wir jetzt hier erstmal kleinen Unterschlupf für die Nacht. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte jetzt echt, ich falle in die Tiefe und bin tot mit der ganzen Ausrüstung. Das wäre natürlich jetzt auch ein bisschen ärgerlich gewesen, ne? Gerade erst losgegangen, gerade erst gestartet und dann so zack, tot. Oh Gott. Gut, dass ich die Melonen noch mit hab. Alter, habe ich mich erschrocken. Mann, warum muss das passieren? Gut, dann schlafen wir jetzt hier erstmal. Mal schauen, wo es uns gleich noch hin verschlägt. Auf jeden Fall sollte ich jetzt ein bisschen besser nach unten gucken. So, das nehmen wir wieder mit. Die Erde lassen wir einfach da. Die Fackeln, glaube ich, auch. Ich glaube, die hier werde ich wieder weggraben. Oh Gott, ey, ich habe mich gerade sowas von erschrocken. Das sieht aber cool aus hier, ne? So insgesamt. Dann wissen wir ja schon mal hier. Gibt's ganz coole Sachen. Jetzt frage ich mich gerade nur, wie ich da hochkomme. Nee, springen sollte ich da nicht. Das ist eine dumme Idee, glaube ich. Ist tief aus. Das geht. Also noch scheinen hier keine Monster zu sein. Ich hoffe, das bleibt erstmal so. Was ist denn das da hinten so hell?
geht's auch hoch überall. Ich glaube, ich baue mich jetzt hier einfach irgendwie hoch. Zu einer Treppe oder so. Mal schauen, ob ich das hier schaffe. Ah, Gott, habe ich mich gerade verjagt, ey. Gucken, hier noch ein paar Fenster reinbauen. Das ist so ein bisschen heller hier. Die Schaufel. Moin. Oh, Sand. Oh, und Wasser. Geht das weg? Ja, wir können nach oben. Oh Gott. Das war jetzt ja ganz blöd. Ich mach das einfach mal wieder zu. Den Sand lasse ich auch hier. Den wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Das war ja was. Und dann hier gleich der Sand. Das ist ja auch mal eine Sache. Ah, Gott. Wo wollte ich jetzt lang? In die Richtung nach Osten. Hier erlebst du was in Minecraft. Hier ist wieder so, oh Gott, ich sollte auf jeden Fall hier ein bisschen besser auf den Boden aufpassen. Nicht, dass ich hier nochmal irgendwo reinfalle. Das war gerade auch echt unglücklich, also. Hätte sehr gut ins Auge gehen können. Aber der Karte kommen wir jetzt hier auch gar nicht mehr weiter. Würde ich jetzt einfach mal die zu Rate ziehen hier oder die in die Hand nehmen. Ach nee, Quatsch, genau die falsche genommen. Die ist das. Tauschen wir noch. Komme ich da vielleicht ein bisschen schneller hin? Dann geht's jetzt mal weiter. Das hier sieht ganz schön aus, ne? Bisschen so Auenland-Stil. Wenn ich mir die Hügel und so da hinten angucke. Ah, das sieht auch schön aus. Da hinten, das sieht schon ein bisschen aus wie Dschungel. Werden wir ja dann gleich sehen, was das ist. Ich glaube, da gehen wir mal hin in die Richtung. Habe ich das Bett jetzt eigentlich mitgenommen? Ja. Das wäre jetzt ein bisschen peinlich gewesen. Den ganzen Weg wieder zurück. Komm, können wir auch mal ein bisschen rennen. Ein bisschen schneller unterwegs. Ich sollte nur auf jeden Fall auf den Boden hier achten. Nicht, dass hier nochmal so ein Abgrund ist. Das gerade war auch ganz schön knapp. Ja, ein bisschen was essen hier. Ah, schön die Gegend hier, ne? Hier kann man sich auch ansiedeln. Was können wir dann noch? Auch ein ganzes Stück tatsächlich. Da will ich auf jeden Fall mal hoch hier oben. Dann mal schauen, wo es hier hingeht. Wisst ihr eigentlich, ob man so einen Rucksack oder sowas basteln kann, dass man hier mehr Platz hat? So im Inventar, das ist ja eigentlich schon ein bisschen sehr wenig, ne? Gerade für Erkundungstouren. Alter, ist das hier grün. Das ist so saftig grün, dass ich hier schon fast nichts mehr sehe. Boah. Richtig sattes Grün, blendend hell. Ja, moin, Höhle. Alter, es geht da tief runter. Das sieht ja cool aus hier. Da ist noch eine Höhle. Also Höhlen haben wir hier auch, glaube ich, echt ohne Ende. Da ist irgendwas Rötliches, aber ich glaube, das ist einfach nur normale Erde. Kommen wir denn jetzt irgendwie hier runter? Oh, Kokosnüsse. Wenn ich das richtig sehe, oder? Das Kokosnüsse? Bin ich mal neugierig. Sieht ein bisschen so aus, ne? Kann ich die mit einer Axt abbauen? Ah, cool, neue Rezepte. Ach nee, Kakaobohnen. Kann ich hier Schokolade herstellen oder wie? Hallo Schweinchen. Ich glaube, wenn, dann töte ich Hühner und. Schafe, hallo. Nee, die Schafe scheren wir nur. Oh, nicht da. Okay. Das hole ich jetzt nicht wieder. Das ist mir zu tief. Ich hätte, glaube ich, gerade fast das Schaf da reingeschubst. Ah, hier sind wieder die Bienchen unterwegs. Das ist wieder niedlich. Nee, auf jeden Fall werde ich, wenn, dann eher Kühe, glaube ich. Ja, hier schlachten, sage ich jetzt mal.
ist das denn? Hä, von hier hat er so komische Strukturen, von hier nicht. Ist das hier Treibsand? Gibt es hier nicht auch Treibsand? Ich meine doch, ne? Wo hier ist auch so ein Muster. Okay, hier scheint gerade nichts zu passieren, aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig. Sah gerade ein bisschen komisch aus. Ich glaube, das ist ja hier nur Strand, oder? Gibt es da Treibsand? Eigentlich nicht, oder? Da vorne ist auf jeden Fall Wasser. Könnten uns theoretisch hier ins Boot setzen. Oh, sieht das Wasser schön aus. Mache ich das denn nochmal? Hä? So kann ich das nicht. Ach jetzt. Das war wahrscheinlich nicht ganz richtig. Könnte ich hier mal eben lang schwimmen? Oh, das Schiff ist aber auch schnell unterwegs. Da hinten ist noch wieder so eine Insel. Da ist eine kleine Höhle. Uah. Die Steuerung in dem Boot ist aber echt ein bisschen. Ist mir persönlich zu empfindlich. Steuert sich so wackelig dadurch irgendwie. Vielleicht kann man das aber noch irgendwo umstellen. Ist das eine Höhle dort? Das ist ja auch urig. Tatsächlich ist eine kleine Höhle. Uah. Ich komme mit der Steuerung in diesem Boot tatsächlich nicht klar. Das erste Mal auch wirklich seit Jahren, Jahrzehnten, dass ich in so einem Boot sitze bei Minecraft. Uah, Hilfe. Da vorne ist, glaube ich, so eine Savanne. Biom müsste es sein. Komme ich denn da jetzt raus hier? Das sind Schildis. Hallo Schildkröten. Ich finde die so niedlich. Weiß nicht warum, aber Schildkröten, Axolotls, Katzen, die haben es mir irgendwie angetan. Die sind voll süß. Ach, hallo Tintenfisch. Gleich schauen, ob wir hier irgendwo eine gute Stelle finden, um an Land zu gehen. Am besten wäre es, glaube ich, wenn wir in diese Richtung weitergehen hier. Ist das dann noch anderes Holz hier? Ist das dann. Also wir hatten ja dieses Dschungelholz, dieses Tropenholz schon. Müsste ich gleich eigentlich mal nachschauen, ob das dann nochmal anderes ist. Ach stimmt, das glaube ich. Ist gab, glaube ich, noch Akazienholz, ne? Gehen wir einmal hier rum. Ich würde sagen, dann gehen wir hier einmal an Land. Upsala. Ich könnte mal hixen. Und das Boot könnten wir jetzt irgendwie so. So antätscheln kann man das, dann geht das irgendwie auf. Dann würde ich sagen, graben wir uns hier einfach mal rein. Brauchen jetzt hier keine große Bude. Komm, das mache ich noch weg hier, das stört. Machen wir hier so ein. Graben wir uns hier eine kleine Höhle rein, wo wir dann hier übernachten. Kleine Fackel. Das machen wir wieder ein bisschen Erde zu. Ja. Dann stellen wir wieder unser schönes Bett hier hin. Unser hässliches gelbes Bett. Also nachts oder während eines Gewitters schlafen? Ach, ist das noch gar nicht so spät? Hätten wir uns ja noch ein bisschen Zeit lassen können. Wie sieht das hier auf der Karte aus? Ja, da sind wir leider außerhalb der Karte, ne? Ich glaube, das da unten, also wo ich jetzt hier mit der Maus hingehe, ich glaube, das ist unser altes Dorf, wenn ich das richtig sehe. Oder?
Von da sieht das aus, ob das unsere Stadt ist. Es scheint unsere Stadt zu sein, so groß wie das ist. Wenn man hier das mit den beiden Karten so ein bisschen vergleicht. Die habe ich jetzt in die Hand, das ist die kleinere. Die bleibt dann hier. Kompass. Ja, das passt ja auch. Da in die Richtung ungefähr müssen wir ja. Sand und so weiter. Das behalten wir erstmal alles. Bis wir halt keinen Platz mehr im Inventar haben und irgendwas Wertvolleres finden. Danach würde ich das sonst einfach weglegen. So, die Karte kommt dahin. Jetzt doch bestimmt Nacht, ne? Ja, sehr schön. Dann können wir auch schlafen. Dann hier noch die. Jetzt ist aber dunkel. Ach ja, es ist jetzt gerade morgens, ne? Ist der Wald meistens voll mit Monstern. Sollten wir ein bisschen aufpassen. In welche Richtung wollte ich jetzt eigentlich weiterlaufen? Tatsächlich hier hoch, okay. So ganz toll durch den Wald jetzt hier durch. Der auch überhaupt nicht irgendwie wahrscheinlich monsterverseucht ist. Obwohl, hier sieht es gerade ganz gut aus. Ich sehe hier gerade nicht so viel. Eigentlich beziehungsweise gar keine Monster. Da ist wieder so eine Klippenspalte hier. Hey, das nenne ich mal eine Senke. Das sieht ja ruhig aus. Ist da noch eine Höhle oder so drin? Jetzt bin ich neugierig. So, von der anderen Seite, da will ich jetzt mal rüberschauen. Hallo Schweinchen. Ne, das ist einfach nur so eine Senke. Das ist ja urig. Nie gesehen so. Wow. Nicht runterfallen. Können wir auch einfach so hoch und wieder runter gehen. Und landen dann hier im Gebüsch, sag ich mal, regelrecht von den Bäumen hier. Eigentlich in den Baumkronen. Gibt es eigentlich auch Hecken und so Sträucher, die hier richtig wachsen? Eigentlich nicht so wirklich, ne? Oh, jetzt wird das Gelände hier aber auch ein bisschen schwieriger. Hügelig wird's hier. Aber wir sind ja noch auf Kurs. Das heißt, das passt ganz gut. Ist das ein Wolf oder ein Fuchs? Fuchs sag ich schon. Wolf oder ein Hund? Ich weiß gar nicht, ob's... Ist das eigentlich immer Hunde oder Wölfe? Wo geht's denn da hin? Moin, Kleiner. Tust mir ja nichts, ne? Das hört sich aber eher nach einem Hund an. Hui. Nicht, dass mich jetzt irgendjemand schubst. Das nenne ich mal tief. Ist das Wasser, was da runterläuft? Ja, tatsächlich. Da sieht man's. Das nenne ich mal tief. Nicht, dass ich hier gleich nochmal irgendwo reinstürze. Ich achte da jetzt mal ein bisschen mehr drauf. Da ist eine Höhle. Komme ich da jetzt irgendwie hoch? Da brauche ich die Erde. Da geht das bestimmt. Uns hier so ein bisschen hochbuddeln, in Anführungsstrichen. Na, so. Genau deswegen behalte ich auch solche Blöcke. Oh, da brennt es. Ich sollte hier vielleicht schnell weg. Nicht, dass ich hier irgendwie warum brennt das hier? Ach, das ist Lava. Mein Gott. Kommen wir da noch dran vorbei? Ich habe jetzt Angst, hier gerade Feuer zu fangen. Ich habe keinen Wassereimer mit. Brennt hier einfach mal die Birke ab. Wenn wir Pech haben, brennt der ganze Wald, ne? Ist da einfach so Lava aus der Wand quillt. Ist ja voll merkwürdig. Ich gehe dann mal, ne? Ich war's nicht. Ich habe hier gerade nicht Australien oder so in Brand gesetzt. Da sollte man eigentlich nicht drüber lachen.
ist nämlich auch sehr unschön, was da passiert ist vor ein paar Jahren. Für die Tiere wie für die Menschen. Oh, was ist das denn dort? Für die Tiere wie für die Menschen. Okay, da würde ich jetzt gerne hin. Allgemein Brand ist auch nicht so das Schöne. Was ist das noch? Ja, komme ich da gleich noch irgendwie hin? Okay, da können wir durch. Ich habe da nämlich auch mal eine Person kennengelernt, die hat einen Wohnungsbrand überlebt. Die hat auch ein paar Narben davon getragen. Also, das ist nichts Schönes. Und auch wir selber hatten das mal. Irgendwie der Herd hat sich von alleine angestellt, unser E-Herd. Und hat dann angefangen zu qualmen und giftige Dämpfe von sich zu geben. Da hatten wir auch schon eine ziemlich hohe Belastung in der Wohnung. Sind wir glücklicherweise noch wach geworden. Und wenn du ganz zufällig, auch wenn mein Bruder gehustet hat im Schlaf oder irgendwas war da, meine Mutter sofort aufgeschreckt, so, hä, was ist denn hier los? Was passt da nicht? Da war die ganze Wohnung verraucht und kam die Feuerwehr auch. So erstmal geraten, alles zu öffnen. Die haben das Ding dann abgeklemmt. Das war auch schon nicht mehr ganz ungefährlich tatsächlich. So von den Werten in der Wohnung. Das hätte auch ins Auge gehen können, tatsächlich. So, da vorne. Ach guck mal, da sind noch ein paar Schafe. So, mal von etwas schwereren Themen jetzt hier mal wieder ein bisschen zu ein paar leichteren. Wir erleichtern nämlich dann hier gerade die Schafe mit ihrer Wolle. Tolles Wortspiel. Badumts. Da oben ist Gold. Ich will das Gold haben. Eigentlich ist auch wieder so eine Schatzkiste. Lava, bitte nicht reinlaufen. Ist das denn hier? Obsidian? Goldener Apfel, was bringt der? Ich glaube, das war irgendwas mit Obsidian, okay. Ich glaube aber, den nehme ich jetzt nicht mit, oder? Ist das dann dieses Material hier? Was tropft hier so? Was tropft denn da so runter? Ist ja voll creepy. Das sieht aus, ob da irgendwie Blut raustropft oder so. Was soll ist das? Hä? Was war das? Da! Der Stein blutet. Ich gehe dann mal, ich habe nichts gesehen. Muss ich das jetzt zurückgeben? Okay. Hallo Esel, wie geht's dir? Darf ich mich auf dich draufsetzen und schnell wegbreiten mit dir, bitte? Danke. Das ist ja gruselig. Warum blutet der Stein? Jetzt wollte ich gerade mit Emma auf der Map gucken. Ich wollte aber eigentlich gerne weiter in die Richtung. Müssen wir ja doch noch mal an dem Tor vorbei. Aber gruselig. Erinnert mich ein bisschen an diesen World of Warcraft-Film, wo die dieses Dimensionstransport-Tor wie auch immer bauen. Hallo Schafe. Hallo, wie geht's euch denn so? Bitte fallen wir jetzt nicht in das Loch dort. Da geht's tief runter. Ich weiß gar nicht, laufen die Tiere von sich aus irgendwie auch in diese Löcher rein? Eigentlich nicht, oder? Wenn, da muss man da ein bisschen nachhelfen. Das will man jetzt eigentlich normalerweise nicht tun. Muss man halt irgendwie sehr diabolische Züge. Und er ist auf der Nahrungssuche. Ah, hier ist ja jede Menge Wolle. Dich kriege ich auch noch hier. Das ist ein kleines Baby, das können wir nicht scheren. Aber die größeren hier. Die erleichtern euch doch nur. Ist auch nur eure Wolle. Nicht euer Fleisch. Aber ich glaube, wenn ich ein paar Kühe sehe, die würde ich, glaube ich, dann doch hier schnappen.
Ah, das ist ja noch eins. Komm her, mein Kleines. Dankeschön. Wo wollte ich jetzt lang? In die Richtung wollte ich. Ich hoffe nur, dass du mir da weiter jetzt nicht echt abfackelt. Ich weiß nämlich nicht, wie weit so ein Waldbrand gehen kann. Vielleicht hört das auch auf, weil wir jetzt hier quasi mehr oder weniger außerhalb des Ganzen sind. Ungefähr ein paar Pferde oder sowas. Hier ist schon wieder so ein Loch. Ah, nee, ist mir zu unschick als Übernachtungsmöglichkeit. Beziehungsweise nicht geschlossen genug. Glaube, ich schwimme noch mal eben zu den Schafen darüber. Ich sagte eigentlich schwimmen und nicht tauchen, aber gut, tauchen geht auch. Dann würde ich da irgendwie einbuddeln und einmal da so eine, wie eine Übernachtungsmöglichkeit verschaffen. Ich nehme jetzt auch nur die weiße Wolle mit. Die gibt es halt einfach häufiger. Dann können wir die zur Not färben, wenn wir die brauchen, in einer anderen Farbe. Vorne ist ein bisschen Sand. Ist da vielleicht irgendwie so eine kleine. Ne, das ist keine Lücke oder so, die wir nutzen können. Ja gut, dann grabe ich mich jetzt einfach stumpf in die Erde. Ich vorhin eigentlich die eine Fackel wieder mitgenommen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Doch, das reicht ja auch schon. Hier nochmal eben übernachten. Auch laut der Karte. Ja, eigentlich möchte ich ein bisschen weiter nach Osten gehen müssen. Also sofern da Osten ist. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt Norden und da Osten ist oder so. Keine Ahnung. Vielleicht hält der Charakter die Karte ja immer so. Okay, die Fackel hätte ich vielleicht doch noch hängen lassen sollen. Ist uns ein bisschen dunkel. So, vorsichtig hier rausgucken. Dass uns hier irgendwelche Monster erwarten. Ich habe das Gefühl, dass wenn Tiere in der Nähe sind, dass da weniger Monster spawnen, ne? Kommt mir jedenfalls so vor. Ah, Schildkröten. Schildkröten. Schildis. So, würde ich, glaube ich. Wow, da kommt Lava aus der Wand. Okay. Was ich eigentlich vorhin erzählen wollte, ich würde dann, wenn, glaube ich, primär Kühe töten, weil die ja, wenn, dann ihr Leder fallen lassen. Und hier auch die Hühner jetzt diesmal, weil die Federn geben, die können wir sehr gut halt für unsere Pfeile nutzen. Das ist nicht so tief. Das sieht ja urig aus. Das ist eigentlich voll die coole Stelle für ein Haus. Hier auf der Insel ist das. Jetzt komme ich gerade in Versuchung, mir hier irgendwann in Zukunft ein Strandhaus zu bauen. Ich sollte erstmal meine Mittelalterstadt fertig machen. Danach können wir sowas natürlich gerne angehen. Aber die ist hier oben auf der Insel. Das kann man sich auch leicht merken. Da ist auch noch so ein Durchgang, ne? Ach, hier vorne rüber. Das ist ja cool. Könnte man theoretisch so hier hinten noch so einen zweiten Eingang reinbauen. Und die Wohnung, also dieses Haus ist dann hier so eingebaut. Einfach unterirdisch. Und hier oben ist irgendwie so eine große Glasplatte oder sowas. Aber vielleicht guckt oben noch so ein Stück Holzhaus raus oder so. Das könnte ich mir bei der Stelle tatsächlich ganz gut vorstellen. Sieht bestimmt schnieke aus. Jetzt würde ich eigentlich echt gerne da oben zu der Lava, ne? Ist da jemand? Hallo? Echo? wo komme ich da hoch? Ich glaube dort. Ich will mir noch die Lava da angucken. Das sieht so cool aus. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nicht wieder der halbe Wald anfängt zu brennen. Weil wir jetzt da in die Nähe kommen. Ich
Ah, und ich glaube, wir sollten uns nochmal. Oh. Da brennt es doch wieder. Dass ich die ganzen Melonen mitgenommen habe. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass es dann erst brennt, wenn wir in die Nähe kommen. Der Feuer scheinbar nicht. Oh. Jetzt hier ungern Feuer fangen. Ansonsten gut, da hinten ist ein bisschen Wasser, da könnten wir uns zur Not löschen. Jetzt wollte ich eigentlich da so ein bisschen in die Richtung gehen, ne? Ich laufe jetzt hier mal schnell durch. In der Hoffnung, kein Feuer zu fangen. Okay, ich höre einen Zombie. Wo ist der wohl? Ich hoffe, dass da nur eine Höhle ist. Was ist denn das hier? Das ist einfach, ah ja, östlich von der. Von der Insel hier, von der kleinen. Oder würde ich sagen, mit diesem etwas feurigen Anblick hier, schalte ich mal rüber in die nächste Folge. Wir sehen uns und ich hoffe, dass wir hier noch ein paar coole Sachen entdecken, wenn wir hier noch weiter nach Norden laufen. Bis dahin, ciao, ciao.